Jetzt bei Michel Friedmann. Thema Wirtschaft. Marcel Fratscher leitet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Der Makroökonom plädiert angesichts der bevorstehenden Krise für Solidarität. Er sagt, es wird wahrscheinlich schlimmer werden als das, was wir in Europa vor 10-12 Jahren erlebt haben. Herzlich willkommen, Herr Fratscher. Coronavirus in Deutschland. Wir reden über massive Einschränkungen von Freiheitsrechten. Wir reden über Zehntausende Infizierte, über Tausende Kranke, Hunderte Tote. Und da haben wir noch gar nicht die Welt analysiert. Über fehlende Betten in Krankenhäusern. Und immer dringlicher wird es auch, dass wir über Kurzarbeit, über Arbeitslosigkeit, über Insolvenzanträge, den Einbruch der Wirtschaft reden. Wird die Corona-Krise zu einer Wirtschaftskrise? Ich glaube, da kann man ja sagen, weil wir haben diese Wirtschaftskrise schon. Wir sehen es schon jetzt in den Zahlen für den Monat März, für die letzten 2, 3, 4 Wochen. Also Wirtschaftskrise ja, in dem Sinne, dass die Wirtschaft schrumpft, auch schon ganz massiv. Die große Frage ist für mich, wie tief wird die Krise? Wie groß wird die Wirtschaftskrise? Wir versuchen ja immer, Dinge zu vergleichen, einen Maßstab irgendwo anzulegen. Und der Maßstab, der eine, an den sich kaum jemand erinnert, ist die große Finanzkrise 1929, vor fast 100 Jahren. Die andere ist die globale Finanzkrise 2008, 2009. Und wenn man das mit 2008, 2009 vergleicht, dann hätte ich vor 3 Wochen gesagt, vielleicht wird es nicht so schlimm. Mittlerweile sagen eigentlich die meisten Prognosen, es wird wahrscheinlich deutlich schlimmer werden oder die Wirtschaftskrise tiefer werden als das, was wir in Deutschland, auch in Europa vor 10, 12 Jahren erlebt haben. Aber dann sollten wir das ein bisschen konkretisieren. Die Wirtschaft wird fast auf null runtergefahren. In anderen Ländern wie Italien gibt es überhaupt keine Wirtschaft, auch keine Dienstleistung, alles ist zu. Millionen Menschen in Deutschland droht Kurzarbeit, Insolvenzen stehen vor der Tür. Und Sie haben es gerade angesprochen, je länger es dauert, desto schlimmer wird es. Marc Schappenberg, Volkswirt der Deutschen Bank, sagt, Zitat, wir sollten aus Angst vor dem virologischen Tod nicht den ökonomischen Tod riskieren. Riskieren wir gerade den ökonomischen Tod? Naja, mir gefällt die Sprache nicht, ökonomischer Tod. Denn letztlich ist es richtig, dass auf der einen Seite wir eine gewisse Abwägung machen müssen zwischen Gesundheit und Wirtschaft. Der Faktor Zeit ist der essentielle für Gesundheit wie auch für Wirtschaft. Wenn ich kurz unterbrechen darf, wenn das der Faktor ist und die Gesundheit länger braucht, also die Bekämpfung des Virus, damit wir auch in diese epidemische Situation nicht kommen, dass Menschen nicht gut behandelt werden können, dann bedeutet es, wenn wir die Priorität lassen, nämlich es geht immer und zuerst um diese Menschenleben, dass die Krise im Ökonomischen umso brutaler und dramatischer wird. Ist das dann in Kauf zu nehmen? Ja, da muss ich 2 Punkte zu machen. Einmal darf man halt nicht immer Gesundheit gegen Wirtschaft ausspielen. Denn wenn Sie fragen, was ist denn notwendig, um ein Gesundheitssystem überhaupt zum Funktionieren zu kriegen? Sie brauchen ja nicht nur die Beatmungsgeräte, die berühmten 28.000 Intensivbetten, sondern die brauchen ja Krankenhäuser, ein Gesundheitssystem, das funktioniert. Sie brauchen Schutzkleidung, sie brauchen Medikamente, sie brauchen Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, die überhaupt dahin kommen können, die also irgendwo öffentlichen Nahverkehr wie ihr Auto oder ihren Bus fahren können. Sie brauchen Nahrungsmittel, sie brauchen Energie, Elektrizität. Sie brauchen, also wenn Sie das weiter durchdenken, dann realisieren Sie, Deutschland hat ein hervorragendes Gesundheitssystem, gerade im internationalen Vergleich, damit das nicht nur 2, 3 Wochen, sondern 3 oder 6 oder 9 Monate funktioniert, brauchen Sie auch eine einigermaßen funktionierende Wirtschaft. Also Sie können die gesamte Wirtschaft nicht so runterfahren, wie wir das jetzt im Augenblick sehen. Deshalb, glaube ich, muss man auch in den nächsten Wochen über eine Ausstiegsstrategie nachdenken. Muss man vorsichtig sein. Weshalb ich mich schwer tue mit diesem Vergleich Gesundheit versus Wirtschaft ist, natürlich sind die wirtschaftlichen Kosten riesig. Das ist nicht nur Geld. Also viele denken, das geht hier um Geld. Nein, es geht nicht um Geld. Es geht um Existenzen. Es geht darum, dass der Solo-Selbstständige, der kleine Ladenbesitzer, der kleine Restaurant, der Geschäftsbesitzer zumachen muss. Kein Einkommen mehr hat, arbeitslos ist.
nicht weiß, wie er die Familie ernähren kann überhaupt noch. Es geht um viele Menschen, die arbeitslos werden, weil die Unternehmen sagen, können wir nicht mehr, wir können dich oder wir können sie nicht mehr halten. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil spricht genau das an, ich zitiere, er sagt, ich kann niemandem versprechen, dass wir alle Arbeitsplätze retten, doch wir werden um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen und wir haben die Kraft dazu. Klingt gut. Und trotzdem sagen uns sehr viele Ökonomen, auch der gesunde Menschenverstand, die Kurzarbeit zeigt es schon in Millionenhöhe, es werden auch sehr viele Menschen ohne Arbeit sein. Wie schätzen Sie das Problem der Arbeitslosigkeit, der Existenzvernichtung nicht nur beim Arbeitgeber, sondern Wirtschaft ist ja auch immer ein soziales Thema für einen Arbeitnehmer. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein? Die Gefahr ist sehr groß. Wir haben in Deutschland ein sehr gutes System mit diesem Kurzarbeitergeld. Das gibt es beispielsweise in vielen Ländern, USA überhaupt nicht. Aber wenn Unternehmen pleite gehen, dann werden sie natürlich ihre Beschäftigten freisetzen. Dann werden wir einen Boom in der Arbeitslosigkeit sehen. Und ich will nochmal auf diesen Faktor Zeit zurückkommen. Die meisten Unternehmen können so einen Shutdown, wie wir jetzt haben, vielleicht 4, vielleicht 8 Wochen aushalten. Haben Rücklagen, können sich auch vielleicht über Kredite das stemmen, aber irgendwann helfen auch Kredite nicht mehr. Und dann steigen die Kosten exponentiell. Und das ist die große Sorge. Wenn Unternehmen pleite gehen, dann schießt die Arbeitslosigkeit durch die Decke. Wir müssen gar nicht so weit zurückgehen in der Geschichte. Wir haben heute ein bisschen mehr als 2 Millionen Arbeitslose. Wir hatten 2005 über 5 Millionen Arbeitslose. Ich will nicht sagen, dass wir wieder 5 Millionen Arbeitslose haben werden, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Wir wissen es schlicht nicht, aber wir müssen gar nicht so weit zurückgehen, um zu verstehen, was das mit Menschen macht, auch in Ostdeutschland in den 90er Jahren, was eine sehr, sehr harte Zeit war für viele Ostdeutsche, sind durchaus vergleichbar und wo wir lernen. Sie müssen mir da helfen und was erklären. Also bereits jetzt werden über hunderte Milliarden ausgegeben. Die Verschuldung ist weit über das normale, erträgliche Maß, auch jetzt dann in Deutschland durch. Von anderen europäischen Ländern reden wir gar nicht. Und dann gibt es ja wieder Milliarden Folgekosten, das wird nett verpackt nach dem Motto dann den Aufbau, den Neustart. Nehmen wir aber Ihre Prognose an und viele Fachleute sind ja ihrer Meinung, die Arbeitslosigkeit wird deutlich steigen. Kurzarbeit wird zur Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit neben Arbeitslosigkeit. Auch da braucht ja dann der Staat unendliche Mengen an Geld. Angela Merkel hat ja sowas angedeutet. Wir werden nach dieser Krise nicht mehr im selben Wohlstand leben wie vor ihr. Stimmt das? Ja, also wir werden sicherlich einige Zeit brauchen, um uns von dieser Krise zu erholen. Also wir Ökonomen reden gerne von V, L und U-Szenarien. Also V geht einmal steil runter, geht dann wieder hoch, so ungefähr wie 2008, 2009. U ist, wir brauchen ein bisschen eine Zeit, dann kommt die Wirtschaft zurück, also auch der Wohlstand zurück. Wir könnten sehr wohl ein L-Szenario erleben. Also es geht einmal runter und bleibt dann erstmal unten und erholt sich nur sehr, sehr langsam. Und das ist in der Tat die Sorge. Sie sprechen die Staatsschulden an. Ich glaube, das ist letztlich ist ja die Frage, was kann man tun? Faktor Zeit ist eines, aber natürlich ist auch das, wie der Staat darauf reagiert, und auch die Wirtschaft unterstützt absolut essentiell. Nein, ich stelle eine andere Frage. Wissen Sie, auch ich bin ja ein ganz normaler Mensch, der Geld verdient, der Geld ausgibt. Und meine Bank macht mir jeden Tag klar, wenn du Schulden machst, irgendwann musst du sie bezahlen. Und die Schulden sind ja gerade, was die Eurozone angeht, nicht mehr in irgendeiner VLU-Kurve oder irgendeine Kurve dann einordnenbar. Nehmen Sie Italien, nehmen Sie Spanien, nehmen Sie Frankreich, Länder, die schon vorher eigentlich überschuldet waren, jetzt auch Deutschland. Viele Leute haben ja auch Angst um ihr Geld. Und Geld bedeutet heute der Euro. Die Eigentümer des Euros werden pleite sein. Wenn ich bei meiner Bank wäre, würden die mir auch dann irgendwann mal sagen, das war's, mein Freund. Wie sieht's denn mit dem Euro aus? Ja, mit dem Euro, da mache ich mir in der Tat Sorge. Denn wir sehen, dass eigentlich alle Regierungen in Europa sehr nationalistisch und national auf diese Krise reagieren.
Jeder kümmert sich um seins, macht die Grenzen dicht, sagt bitte bloß nicht jetzt auch noch da irgendwie Nachbarn Probleme hier nach in unser Land bringen. Und wir müssen verstehen, dass wirtschaftlich gesehen Deutschland Teil einer europäischen und auch einer Weltwirtschaft ist. Fast die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung sind Exporte. Fast die Hälfte oder über die Hälfte unserer Exporte gehen nach Europa, also nach Italien, nach Spanien, nach Frankreich. Und so eine Kette, eine Wirtschaftskette ist immer so stark wie sein schwächstes Glied. Und Italien ist im Augenblick das schwächste Glied. Und diese nationale, dass dieses nationale Denken zu sagen, oh, die Italiener, wir haben jetzt genug mit uns zu tun hier in Deutschland, bitte macht mal euer eigenes. Dieses Denken geht nicht. Wir müssen verstehen, dass es auch in unserem ureigensten Interesse ist, dass die schwächsten, die am härtesten getroffenen Länder wie Italien auch gut oder so gut es irgend geht durch die Krise durchkommen. Deshalb brauchen wir unbedingt mehr Solidarität in Europa, weil sonst ist wirklich die Gefahr, dass die Italiener irgendwann sagen, guck mal, wir haben uns wieder mal alleine gelassen. Das ist so eine Diskussion, die kenne ich noch aus 2008, 2009. Da war Deutschland noch relativ stark, Frankreich noch nicht so sehr am Ende, Italien das wirkliche kranke Kind, nicht Griechenland. Jetzt sind aber alle vollkommen nochmal in neuen Dimensionen verschuldet, überschuldet. Deswegen nur nochmal die Frage, wer rettet denn eigentlich noch wen, wenn Sie gerade die europäische und die Euro-Ebene nennen? Es ist letztlich, und das mögen viele nicht hören, aber der Staat ist die letzte Instanz. In einer solchen Lage ist nur noch der Staat, der im Prinzip für Unternehmen gerade stehen kann, der für Konsumenten gerade stehen kann, der Arbeitslosengeld zahlen kann, der sicherstellen kann, dass die Bedürftigen noch die Grundversorgung haben, dass ein Gesundheitssystem funktioniert. Und wir Deutschen haben eine Phobie, was Schulden, aber was auch Sparen betrifft. Und wir haben im Augenblick in Deutschland eine Staatsverschuldung von 60% einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Das war mal bei 85% während der globalen Finanzkrise. Die Italiener haben 135%. Der deutsche Staat kann sehr viel mehr Geld ausgeben. Herr Fratscher, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Bleiben Sie gesund und ich freue mich, Sie bald physisch wiederzusehen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das Gespräch. Ja.